Hallo und seid herzlich willkommen zu den ersten Tuto Was, wo ich einige Tipps erkläre zu Cinema 4D. Lifetime in Repeat. Heute erkläre ich euch in Cinema 4D, wie ihr die Kamerabewegung in After Effects hinzufügen könnt. Hier gehen wir erstmal auf die Rendereinstellungen, ganz easy, und gehen dort aus Ausgaben, machen hier die speziellen Hyro auf Film. So benutze ich es halt, ist jetzt wurscht. Aber hier ist erstens schon mal wichtig, es soll PNG sein. Alpha-Kanal ist wichtig, dass ihr keinen Hintergrund habt, sonst habt ihr einen schwarzen Hintergrund. Also einfach gar keinen Hintergrund habt, also einfach nur der Text und der Hintergrund ist transparent, damit ihr Partikel und ähnliche Sachen im Background sehen könnt. Ganz wichtig ist hier auf Compositions Project. Warum rede ich eigentlich Englisch? Kompositions Projektdatei. Hier gehen wir erstmal auf Speichern, Relativ und Daten einschließen. Fragt mich jetzt nicht, was das alles macht. Ich weiß es auch nicht. Aber hier müsst ihr schauen, dass es auf After Effects steht. Und wenn ihr dann rendert, bekommt ihr das. So, wenn ihr das hier gerendert habt, dann habt ihr hier meines Falls 250 Bilder für das komplette Intro. Da habe ich beim Spluffer als Zip Intro Battle mitgemacht. Bisschen spoilern für mich. Nein. Und hier, das ist diese intro-battle.aec. Diese Datei müsst ihr in eurem Projekt in After Effects hinzufügen. Das zeige ich euch. So, wenn ihr dann diese AIC-Datei in After Effects in die Projektleiste eingefügt habt, und dann sehen wir hier ganz deutlich, hier ist eine Komposition. Die ziehen wir, sondern wir schieben es einfach mal hier hin. Sieht man ganz klar, das ist ein Intro. Wollen wir sie vorrennen lassen. Ja, das war ein bisschen fail. Ich glaube, das müsste für die Anschauung reichen. Und hier seht ihr, wo ist die Kamera? Ja, die Kamera versteckt sich hinter einem Doppelklick auf die Komposition. Doppelklick, es öffnet sich eine weitere Taskleiste, keine Ahnung. Hier befindet sich dann die Kamera. Da drückt ihr STRG C und fügt sie einfach plupp hier wieder ein. Dann habt ihr dann klar, habt ihr jetzt die Kamerabewegung in eurer Datei, wo sie ihr haben wollt. Dann machen wir So, hier könnt ihr sehen, dass sich die Partikel zum Text mitbewegen. Das heißt, die Kamerabewegung ist hier in eurem Intro oder was auch immer dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, liked es, ob ich euch geholfen habe oder nicht. Schreibt mir rein, was ich machen kann. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht habt, weil ich mache jetzt mehr Videos von dem. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Drake.